So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird endlich mal wieder gefahren, aber trotzdem kriegt ihr jede Menge Technik. Und zwar Frank, der sich eigentlich sonst immer bei VW um meinen Bus gekümmert hat, hat mir irgendwann mal erzählt, dass er ein relativ extremes Hobby seit Jahren hat. So kann man das ja formulieren, ne? So könnte man das sagen. Und zwar hat das tatsächlich mit einem Aufsitzrasenmäher zu tun, ne? Ja, wo aber eigentlich nichts mehr Rasenmäher dran ist. Nee, im Prinzip ist eigentlich nur noch die Silhouette eigentlich so Rasenmäher ähnlich. Da in der offenen Klasse, wo wir mitfahren, ist es mittlerweile ein Eigenbaurahmen, den wir aus Chromo angefertigt haben. Diverse Teile jetzt vom Kart. Wir fangen mal ganz, 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 ganz vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so ein Hobby zu betreiben? Wobei, es ist ja eigentlich nicht ein Hobby, sondern für dich ist es ja schon fast ein Wettkampf, ne? Ja. Muss man ja eigentlich so wir sagen. Wir fahren ja deutsche Meisterschaft mit. Genau, ihr fahrt richtig, richtig Rennen. Ich weiß noch, früher immer gab es ja bei uns in Tönen so um die Ecke für richtig ein 24-Stunden-Rennen. Genau, dadurch ist es eigentlich auch entstanden damals. Ah, das war so bei dir entstanden oder das waren auch so die ersten Rennen, die es da so gab? Na, es gab deutschlandweit schon irgendwo immer Rennen, aber das, was hier in der Region dieses Ganze ausgelöst hat, war damals Tönse. Mhm. Und dann ist da tatsächlich ein richtiger Sport raus geworden, mit einem Aufsitzrasenmäher übers Feld zu ballern. Ja, also am Anfang war es eigentlich so, dass man Aufsitzrasenmäher aus irgendeiner Garage rausgeholt hat, mir weg abgeschraubt hat, weil man sich nicht gleich umbringt, wenn man umkippt. Und dann im Prinzip dann nach und nach da Veränderungen dran genommen hat. Ne? Nochmal kurz so ein paar Zahlen. So ein normaler Rasenmäher, wie du gerade sagtest, hat, keine Ahnung, was hat so ein Ding, 6,5 PS oder so? Ja, vielleicht so 10, je nachdem, aber so 10, 12 PS würde ich mal maximal eigentlich. Und das Ding hat jetzt? Ja, ich denke mal so 50. 50 PS? Ja. Okay, und jetzt seht ihr nämlich, jetzt wird es nämlich spannend, genau deswegen sind wir nämlich auch hier, weil da ist eigentlich nichts Trecker mehr dran, noch nichts mehr Original, ne? Nee, also der Motor ist eigentlich mehr so im Industriebereich unterwegs, so bei Betonfräsen, Wurzelfräsen, Notstromaggregaten. Unser Reglement ist halt so, dass wir maximal 750 Kubik haben dürfen und maximal auch zwei Zylinder mit dem originalen Vergaser, also mit dem originalen Rasenmähervergaser. Okay. Und dementsprechend haben wir aber trotzdem irgendwo unsere Freiheiten, um dann Modifikationen teilzunehmen. Ne? Das heißt, der Vergaser ist von so einem ursprünglichen 6,5, 10, 12 PS-Motor? Nee, schon von dem Motor? Von dem Motor, von diesem Basis 25 PS-Motor ist dieser Vergaser. Und, okay, aber das heißt, der wurde schon von 25 auf 50 PS gebracht? Genau. Naja, durch andere Veränderungen. Ne? Gemischzusammensetzung, Köpfe, Ansaugbrücke, Nockenwelle. Okay, das heißt, da ist ja wirklich dann eigentlich auch mehr oder weniger fast alles drin gemacht. Ne? Wenn du schon sagst, andere Nockenwelle, andere Köpfe, Kolbenpleuel. Genau. Kolbenpleuel, andere Kurbelwelle, dann halt andere Ventilfedern, um halt die Drehzahl auch hinzukriegen. Die Ansaugbrücke ist auch selbst gebaut, damit man dann auch genügend Luft da in den kleinen Motor reinkriegt. Und Hubraum immer noch gleich oder auch mehr geworden dadurch? Nee, wir haben eine Begrenzung auf 750 Kubik. Okay. Also 725 hat er original, ein Übermaß dann bis bei 750 Kubik. Und mehr geht aus dem Motor eh nicht rauszuholen von der Zylinderwand. Wie ist das Spritreglement? Kannst du eigentlich, ja, also man könnte im Prinzip auch mit Ethanol anfangen, hat sich noch gar keiner gewagt, aber wir fahren noch ganz mit handelsüblichen Sprit, 102 Oktan. Wie ist das? Ich sehe, der ist luftgekühlt, das heißt, besser Luftkühlung reicht vollkommen. Genau, du hast im Endeffekt das Lüfterrad, was ja durch die Kurbelwelle angetrieben wird und hast oben deine ganzen Bleche, die dann die Luft zu den Zylinderköpfen verteilen. Hast an der Seite noch einen Ölkühler, der aber auch über das Lüfterrad gekühlt wird, also das Öl. Und im Endeffekt erreichst du keine kritischen Öltemperaturen. Weil wir hatten ja das Problem bei unserem 24-Stunden-Rollerrennen. Da hatten wir extra den Roller auf dem wassergekühlten Zylinder gebaut. Ne? Aber wenn du natürlich keinen Fahrtwind hast, weil du natürlich immer verhältnismäßig langsam aus dem Acker fährst, ne? Ja. Bringt dir auch die Wasserkühlung nicht so viel. Ne? Genau. Und da ist natürlich mit der Luftkühlung so, dass die ja abhängig ist von der Drehzahl des Motors. Ne? Und das heißt, da tut sich was. Ja. Okay, das heißt, das Herzstück ist schon mal dieses Gerät. So, jetzt muss man allerdings eine Sache sagen. Laut Reglement ist es verboten, das ganze Gefährt zu federn. Ne? Genau, also wir dürfen keine gefederte Vorderachse haben, also keine Einzelradaufhängung wie beim Quad und auch keine Stoßdämpfer hinten auf der Hinterachse, sondern die Achse ist hinten verschraubt mit dem Rahmen und die Vorderachse ist genauso verschraubt mit dem Rahmen. Und das auf einem Acker. Ich meine, wir haben jetzt ja hier noch eine einigermaßen schöne Wiese, ne? Aber jeder, der bei so einem Treckerrennen schon mal weiß, da sind schon ganz gute Löcher am Ende, ne? Ja, das geht schon ganz schön auf Mensch und Maschine. So, also das kann ich mir vorstellen, dass das gerade so für Rahmen, Achsen und so weiter, da habt ihr bestimmt die letzten Jahre auch gut Material immer gelassen auf den Netzen. Nö, wir haben eigentlich von Anfang an eigentlich ganz gutes Material dann schon gekriegt
und das verfeinert, also so Achsbrüche ist eigentlich relativ selten, also bei uns gar nicht und bei anderen auch selten. Ne? Lenkung, auch witzig, mit einer Untersetzung über die Kette. Genau, du hast im Endeffekt dann einfach nur eine Stange, die dann durch den Rahmen geht und hast dann quasi Autokreuzgelenke. Mhm. Wenn man aus dem Kfz-Bereich kommt, dann weiß man ja, was man eventuell so nehmen kann. Ja, ja. Und im Endeffekt dann halt eine Übersetzung, die ist glaube ich 1 zu 2,5 und von da aus geht es dann mit Spurstangen zu Quad-Achsschenkeln. So, gebremst wird nur hinten? Gebremst wird nur hinten, ist eine Motorradbremsscheibe mit einem Motorradbremssattel und mit Handbremse, also mit Bremspumpe dann auch vom Motorrad, also eigentlich 1:1 alles übernommen. Aber man muss immer wieder dazu sagen, das ist komplett alles selber überlegt, Eigenbau gemacht und so weiter. Das heißt, also ich persönlich sehe schon, da stecken schon so ein paar Monate, Jahre, Stunden drin. Da stecken ein paar hundert Stunden drin, bis man so weit ist. Also ich meine, wie eine Bremsscheibe und einen Bremssattel und eine Bremspumpe, das gibt's fertig. Aber um die Aufnahme dann anzufertigen, ja, die Welle abzudrehen, die Halter zu drehen, dass das auch alles zusammengeschraubt wird. Also da muss man schon ein bisschen grübeln und eine Drehbank und eine Fräsbank auf jeden Fall. Das ist ja gerade so, auch wenn man sich so diese Radaufnahmen anguckt, ne, das ist ja schon richtig massives Zeug alles. Ne? Ja, alles auch massiv. Auch generell diese ganze Achse, ne, das ist schon... Ja, ist eine Vollwelle, 40 mm aus Aluminium, die wir noch zusätzlich eluxieren lassen haben. Ach, die richtige Achse ist auch aus Alu? Ja, Flugzeugaluminium. Krass, ich hätte jetzt gedacht, dass sie sofort irgendwie von Schlägen irgendwie anfängt, krumm zu werden, zu eiern und so weiter. Gar keine Probleme mit. Die Radaufnahmen sind auch aus Aluminium. Mhm. Also, wenn das alles vernünftig von den Toleranzen gearbeitet ist, dass man nicht irgendwo erhöhtes Spiel hat, wo das dann drin arbeiten kann, funktioniert das ganz gut. Wie ist das mit Reglement? Was ist sonst noch so vorgeschrieben? Also wahrscheinlich, muss Heckantrieb sein oder dürfte da theoretisch auch Allrad bauen? Nee, Allrad ist verboten. Verboten, okay. Sitzhöhe ist reglementiert, dass man auf der Sitzauflagefläche, also hier fehlt aktuell noch das Polster, weil wir da noch ein bisschen uns uneinig sind, wie wir das jetzt bauen, darf am tiefsten Punkt nur 50 mm haben. Das heißt, du dürftest jetzt nicht hier unten sitzen. Tiefste Punkt, wahrscheinlich weil ihr vom Schwerpunkt her so weit runter wollt. Dass genau, dann damit du halt nicht diesen Kippmoment unbedingt hast. Ne? Und Kippmoment heißt wahrscheinlich Spurbreite auch begrenzt. Genau, 1 Meter und Länge 2 Meter, wobei 2 Meter ist kein Trecker, weil das einfach viel zu lang wäre für diese ganze Kurvenfahrerei. So wie ich dich kenne, wenn 1 Meter erlaubt ist, sind das jetzt hier wahrscheinlich 99,8 so ungefähr. Ja, genau. Ich denke mal, 99,5 werden es dann sein. Also müsst ihr hier wahrscheinlich immer noch die Nippel von Reifen abmachen, ne? Nicht, dass es dick zu breit wird. Nee, das okay, ist das, alles. Das hier hinten, ist das mehr so Auffahrschutz? Genau, Auffahrschutz, weil es immer noch wieder zukommen kann, gerade wenn man irgendwo einen überholt oder einer zu früh bremst oder einer die Situation falsch einschätzt, dass man wirklich mal Kontakt hat. Also es ist kein Kontaktsport, aber es geht einfach nur darum, dass der Rahmen geschützt ist und man selber natürlich auch irgendwo. Ne? Und gibt es immer noch 24-Stunden-Rennen oder fahrt ihr jetzt eher kürzere Rennen? Wir fahren jetzt eigentlich mittlerweile nur Sprintrennen. Diese 24-Stunden-Rennen, die gibt es noch in Frankreich. Aber das sind auch ganz andere Trecker, also mit viel weniger Leistung und noch relativ original gelassen. Also dem Rasenmäher sehr ähnlich und wir fahren mehr so Sprintrennen. Ne? Aber meinst du, das Ding wäre jetzt für ein 24-Stunden-Rennen doch geeignet? Ja, also ich denke mal, der Rahmen würde schon mitmachen. Man müsste halt nur gucken, ob man eventuell nochmal den Motor ein bisschen runter stuft und vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf Haltbarkeit dann baut, weil der Motor natürlich irgendwo so an seine Grenze kommt. Und ob der jetzt 24 Stunden am Stück mitmachen würde, da würde ich jetzt nicht für unterschreiben. So, jetzt musst du mir nochmal erklären, hier ist allerdings die Federung. Genau, die Sitzfederung, das ist zulässig. Es gibt einige, die auf dem Motorrad dann Dämpfer genommen haben. Genau, und über die Hebel kann dann im Prinzip hier auch nochmal verstellt werden, wie schnell er ein- und auftaucht. Kommt von den Downhill-Fahrrädern, ist relativ leicht. Ja. Man kann es auch auf sein Gewicht einstellen. Krass. Okay. Letzter Punkt, Kupplung. Fliehkraftkupplung? Fliehkraftkupplung kommt ursprünglich von solchen Betonfräsen oder gibt da viele Anwendungen, wo diese Kupplung verbaut sind. Aber wir haben, weil diese originale Glocke aus Guss ist, haben wir die aus Aluminium anfertigen lassen, um irgendwo noch so ein bisschen mehr Gewicht runterzukriegen. Ist aber auch die originale Kupplung oder ist sie dann auch angepasst auf die Drehzahl und so weiter? Ja, also die Gewichte sind aufgebaut, damit sie später dann quasi einkuppelt und andere verstärkte Federn sind drin. Aber ist schon so, dass das Ding nur einen Gang hat? Im Prinzip ja eine feste Übersetzung. Ne? Du übersetzt dann quasi vom Motor auf die Zwischenwelle und von der Zwischenwelle dann auf die Hinterachse. Also diese Übersetzung vorne bleibt und du wechselst dann je nach Strecken vorne die Ritze.
und kannst dann nochmal schneller oder langsamer. Das heißt, der Motor braucht auch ein relativ breites Ritzerband, ne? Ja. Also das darf nicht nur so ein Spitzenmotor sein, sondern der muss ja schon dann von Mitte bis Ende durchziehen. Ne? Ja, also und eine Nockenwelle einzubauen, die nur auf Drehzahl aus ist, da kommst du nicht weit mit. Wie hoch dreht er ungefähr? Also aktuell mit dem Drehzahlbegrenzer so ungefähr 7000 Umdrehungen. Und die ganze Kraft geht echt über diese beiden Keilriemen? Ja. Krass. 2/13er Keilriemen. Wie lange halten die? Also die Riemen bin ich das gesamte letzte Jahr gefahren, 12 Rennen. Also die sind jetzt mittlerweile auch fertig. Man sieht auch, dass hier so Auswaschungen sind, aber das ganze Jahr mitgefahren. Ist die Art der Kraftübertragung auch vorgeschrieben? Ja, muss mindestens ein Keilriemen verbaut sein. Also man dürfte jetzt nicht wie auf dem Auto einen Zahnriemen nehmen, um keinen Schlupf zu haben. Das ist verboten. Du musst mindestens einen Keilriemen einbauen. Das heißt, das ist ja schon ziemlich, ich sag jetzt mal, fürs Reglement alles gebaut, ne? Genau. Also da ist ja auch nicht mehr viel Spielraum dann, ne? Nee. Ne? Im Endeffekt entscheiden tut es meistens dann eh der Fahrer. Und Gitterrohrrahmen, alles aus Chromostahl? Alles aus Chromostahl, genau. Das heißt, was wiegt der Trecker jetzt hier so? Also wir haben ihn jetzt noch nicht aktuell gewogen, weil wir jetzt auch noch mal ein paar Veränderungen dann gemacht haben im Winter. Ich denke mal sowas zwischen 160 und 170 Kilo. Ah, doch noch so schwer, okay. Ja. Ja. Wobei ja, der Motor wiegt halt schon 50 Kilo. Ich wollte gerade sagen, ja klar. Der ist schon wirklich sehr schwer. Dann kommen die Achsen, die Räder dazu. Was auch geil ist, sind diese verschraubten Felgen, ne? Ja. Das ist ja bei uns im Viertelmeilesport, wo, wenn das so richtig in richtig Leistung geht, ne? Ja, wenn sich die Reifen dann auf den Felgen drehen. Genau. Das ist jetzt nicht bei uns der Fall, aber wir haben den Vorteil, wenn wir wenig Luftdruck fahren, haben wir keine Probleme, dass wir einen Platten kriegen. Und dafür halt, ist das gedacht. Das ist halt der Vorteil dann in der Geschichte. Also wir können dann da auf 0,3, 0,4 Bar auf ganz weichen Untergründen runter. Und damit kannst du dann teilweise immer noch ein bisschen mehr Performance rausholen. Sind das irgendwelche speziellen Reifen oder nee. Also dürft ihr nur diese Art von Reifen fahren oder ist das auch garantiert nur vorgeschrieben? Oder nicht? Nö, im Prinzip von den Reifen gibt es jetzt so keine Vorschriften. Im Prinzip sind das Rasenmäherreifen sogar oder von so Kommunaltreckern. Die meisten sind ja so rasenschonend, dass sie weniger Profil haben. Aber man könnte auch Quadreifen nehmen. Also das ist rasenschonend. Ja, rasenschonend. Falls man nochmal den Rasen mähen will. Klingt nach Golfplatz. aber dürftet ihr jetzt auch so einen Reifen drauf machen? Ja. Aber würde dir im Endeffekt nichts bringen, weil du dann wiederum einen ganz anderen Drehmoment auf der Hinterachse hast und weil du natürlich auch wieder in der Gesamthöhe höher kommst. Mhm. Also du musst schon irgendwo aus allen Sachen einen Kompromiss finden. Mhm. Okay. So, jetzt kommt das Allerwitzigste, wo man sich, glaube ich, am meisten dran gewöhnen muss. Bremse links, Gasse rechts. Genau. Also die links wird quasi über den Hebel eine Bremspumpe angesteuert, die dann die Bremsflüssigkeit in den Bremssattel drückt. Mhm. Und rechts ist im Prinzip eine Eigenkonstruktion aus Edelstahl. Möglichst breit, ne? Weil du auch springst und auf dem Trecker dich irgendwo halten musst. Und im Endeffekt gehst du dann halt direkt mit dem Bautenzug auf die Drosselklappe, hast eine Rückholfeder und hier geht quasi das Leben auf. Ja, also man muss wirklich sagen, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht, weil wenn man so denkt, du fährst Rasenmähertreckerin, ne? Da würde jeder sagen, der ist doch bescheuert, nee, oder? Man denkt halt wirklich so, wie du sagtest, man hat sich von Vater den Rasenmäher kurz geholt, ne? Ja, ja. Und steckt das Ding mal zusammen und fährt dann eine Runde mit, ne? Aber das hat ja wirklich, irgendwie hat sich mein Handy auf laut gestellt, oder? Der eine oder andere iPhone-Besitzer kennt das bestimmt. Man denkt so nach dem Motto, so zwei, drei Sachen abgebaut und los geht's. Aber hier ist ja wirklich... Aber diese Klasse, jetzt, die nennt sich bei uns offene Klasse, die ist dann auch erst vor mehreren Jahren entstanden. Also früher war das so wie in der Form nicht erlaubt. Am Anfang war wirklich mit originalem Rasenmähergetriebe, mit dem originalen Rahmen. Und es hat sich natürlich über die Jahre immer weiterentwickelt. Ne? Aber ist das jetzt schon so, ich sag mal aktuell, so der Endgegner? Oder gibt es Leute, die es noch krasser bauen? Also ich denke mal, es gibt schon noch zwei, drei andere Trecker, die auf jeden Fall ähnlich sind von der Performance her. Wir haben ja bei uns im Racing-Team von der Art von Trecker haben wir 5 Trecker. Alle irgendwo immer noch leicht unterschiedlich. Aber im Grunde genommen gibt es davon im Endeffekt 5 gleiche Trecker. Okay, weil ich muss sagen, alles, wie ihr das alles umgesetzt habt, ist das wirklich schon alles geil gebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob vielleicht irgendwie einer noch sich irgendwas anderes überlegt hat in Bezug auf Achsen, Schwerpunkt, dass es am Ende anders fährt. Aber sonst so vom Umbau her ist das schon, muss ich wirklich sagen. Also mal eben ist das nicht gebaut. Nee, und das muss ich dir ja nicht sagen. Man baut ja viel und dann geht's kaputt. Schmeißt man es auch einfach weg, weil es dann einfach nicht so war, wie man es sich hier vorgestellt hat und macht es dann halt nochmal. Ne? Ich könnte mir vorstellen, für diejenigen, die halt nicht gleich so einen richtig krassen Chromorahmen bauen, dass das schon so ist, einmal fahren, einmal Rahmen nachschweißen. Ne?
Genau. Wenn du so einen Baumarktstahl nimmst, um dich da überhaupt ein bisschen ranzuführen, dann ja, kannst du natürlich schon die Probleme haben, dass es dann da und da reißt. Ja, ja, ne? Ja. Okay, heftig. Also ich bin wirklich gespannt, wie das Ding jetzt gleich fährt. Ich kann mir vorstellen, dass das schon gewöhnungsbedürftig ist. Also es ist schon was anderes. Also viele können sich meistens immer nichts drunter vorstellen. Aber es ist halt irgendwo eine Mischung, sag ich mal, aus dem Quad, aus dem ja, Enduro und irgendwo auch ein bisschen Kart-Feeling. Ne? Also von allem was, Lenkradposition ähnlich wie so ein Auto, merkst du ja jetzt auch schon so. Sehr direkte Lenkung und damit natürlich auch ein bisschen hibbelig. Mhm. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig, aber wenn man da so ein paar Minuten mit gefahren ist, dann... Was auch gleich so ein bisschen... komisch wirkt, dass man sitzt ja auf der Hinterachse, gefühlt sogar hinter der Hinterachse schon so, ne? Du sitzt, also ich sitze quasi nahezu auf der Hinterachse, vielleicht ein Stückchen hinter. Ja, ja. Das ist aber so auch gut so. Genau, ist auch gut so. Ich muss ja irgendwo auch meine langen Beine unterkriegen, um mich reinzustützen. Ja, ja. Und deswegen geht der Sitz auch nicht weiter unbedingt nach vorne. Merkt man das bei Bremsen, dass du nur hinten bremst? Also ist das so ein bisschen wie mit dem Fahrrad, wenn man nur hinten bremst? Genau. Du rutschst dann halt auch. Ist schon so, dass man richtig in die Kurven da so reinslidet und so weiter. Ja. Macht der Wheelie? So? Ja. Also wenn du das so ein bisschen provozierst und den richtigen Augenblick abwartest und die richtige Übersetzung, dann kannst du schon mit dem Wheelie losfahren am Start. Muss dann halt nur vor der Kurve den Kumpel wieder runterkriegen. Wie schnell fährt das Ding eigentlich? Also ich sage mal so, bei den meisten Rennveranstaltungen fahren wir so Spitzengeschwindigkeit auf den Geraden vielleicht 60, 65. Mhm. Aber es gibt dann doch mal das ein oder andere mit einer längeren Geraden. Da kannst du vielleicht so auf knapp 80 kommen, aber das ist dann auch schon das Maximum der Dinge. Und jetzt muss man immer dazu sagen, 80 auf dem Acker, ohne Federung, ne? Ohne Federung, so, ich sag mal, wenn du auf dem Motorrad stehst oder so ein Quad fährst, da geht das ja immer noch, ne? Aber ich bin gespannt hier, was hier gleich einen so erwartet. Ja, muss ich irgendwas beim Fahren beachten? Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen, ich werde jetzt hier nicht gleich Vollgas lang braten, da ist Frank für zuständig. Nö, beachten einfach nur, dass du den Notaus oben hast. Ja? Den müssen wir jetzt quasi einmal raufstecken. Das heißt, wenn du vom Trecker allgemein runterfallen würdest, dass er dann auch ausgeht. In dem Augenblick wird der Sprit und die Zündung weggeschaltet, der Motor geht aus und es fließt auch kein Sprit mehr. Also quasi so eine Sicherheitsmaßnahme. Ja. Ich sehe, du hast irgendwie komplette Schutzkleidung eigentlich an. Ja, besser ist das. Also Motocross-Bekleidung, habe jetzt eigentlich noch einen Brustpanzer darunter, dass wenn man wirklich mal abfällt, dass man irgendwo immer noch mal ein bisschen geschützt ist. Kommt das mal vor, dass man abfällt? Oh, ich habe das schon geschafft. Okay, aber ich glaube, einen Helm setze ich mir trotzdem lieber auf. Ne? Ein Helm wäre auf jeden Fall angebracht. Also das waren jetzt ja vielleicht 500 Meter und nicht einmal richtig Gas gegeben, ne? Und man ist ja trotzdem so richtig außer Atem, ne? Ja, das ist schon was anderes. Also man muss wirklich, wenn man nur ansatzweise auf diesem Trecker draufbleiben will, muss man sich ja richtig mit den Füßen hinten reinstützen. Genau. Und das am besten dauerhaft, ne? Ja, dauerhaft, damit du richtig Spannung auf dem Körper hast und dann auch das Gewicht verteilen kannst und überhaupt die ganzen Schläge auch abzufangen. Weil wenn du zu locker fährst, habe ich eben auch gesehen, dann wabbelt alles, dann ist einfach alles in sich instabil. Ja, du musst richtig dich so richtig hier einstützen. Deswegen sind ja auch diese Fußrasten hier so extra, dass du hier so ein bisschen nicht reinstützen kannst. Dann kommt nämlich das Eklige. Auf einmal dachte ich so, was ist das denn? Dann kommst du mit deinen Fußspitzen irgendwann nach unten ein bisschen auf den Boden, ne? Ja, ja. So, deswegen dann auch die Crossstiefel, weil das ist egal, wenn da unten mal ein Stein gegenfliegt. Ja, ne? Ja, also Leistung ist natürlich brutal, witzig, ne? Fliehkraftkupplung ist natürlich schon so langsam aus der Kurve rausfahren muss man im Gefühl haben, ne? Weil das wirklich auf jeden Fall mal gut, bissig ist so, ne? Auf den ersten paar Millimetern so, ne? Ja. Man kann ein bisschen noch was mit anderen Federn machen, dass die Kupplung dann einfach nochmal anders einkuppelt, aber im Endeffekt, man muss es halt wirklich sich dran gewöhnen. Ich habe zwar einen relativ langen Weg hier, aber durch die Fliehkraftkupplung und die ganze Geschichte reagiert es halt sehr sensibel, also, ne? Akustik auf jeden Fall brutal, auch wenn man hier drauf sitzt.
Wo man sich richtig dran gewöhnen muss, ist halt auch, dass man gar nicht sieht, wo man rüberfährt. Ne? Nee. Also das ist jetzt natürlich auch eine ungemähte Wiese, ne? Aber du siehst halt so null. Kommt da jetzt eine Welle, kommt da nicht eine Welle? Das heißt, ja, du musst wirklich volle Körperspannung einfach drauf hoffen, ne? Ja. Dass das passt. Ne? Ja. So, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie es aussah. Ich vermute, das sah noch relativ normal aus. Aber gefühlt ist es schon so, wenn du im Kurve fährst, denkst du, das Ding kippt gleich schon so ein bisschen. Er hat die Neigung auf jeden Fall, dass er dann, dass du, hier war auch ein kleines Stück, wo du dann mal so kurz auf zwei Rädern fährst. Ja. Ne? Also das ist schon so, dann, und da hatte ich auch so ein bisschen Angst schon, dass er dann... Was hat, wenn du dich aber gegenlehnst, ist das... Es ist einfach alles Übungssache. Ja, ne? Das sagst du jetzt nach 15 Jahren, ne? Wie lange fährst du schon? 10 Jahre. Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall extrem witziges Gewert. Ich glaube, René, du musst gleich auch noch eine Runde fahren. Okay. Nein, auf jeden Fall Leistung brutal, fährt witzig, keine Frage. Ja, geil. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Sollte es dieses Jahr irgendwann nochmal Events gehen, begleiten wir euch auf jeden Fall nochmal aus dem Event. Ja. Weil da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze so schlägt, wenn dann auch noch andere daneben fahren. Ne? Weil eigentlich ist es jetzt ja der Traum, einfach ein offenes Feld. Ne? Genau. Und wenn du dann aber doch mal eine Strecke hast und noch haufenweise Leute um dich rum und so. Ne? Wenn du dann mit 30 Leuten am Start stehst und dann 20 Minuten fährst und die Strecke wird immer schlechter und ja, Kraft wird irgendwann auch weniger, dann ist das schon immer ein Kampf. Ne? Nee. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Fahren. Gerne. Und jetzt lassen wir den Profi nochmal dran, weil wir wollen auf jeden Fall nochmal sehen, wie das Ding hier artgerecht bewegt wird. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, also noch mal Respekt an Frank und alle, die so einen Trecker fahren. Das ist wirklich nichts für, also A, schon mal nichts für körperlich Schwache und B, schon mal nichts für schwache Nerven. Ja, weil es ist einfach, es ist ein Gefühl von Unkontrolliertheit, wobei ich schon glaube, dass die das kontrolliert können. Also wirklich, ich habe mich nicht auf den ersten Metern gleich wohlgefühlt, wobei das Ganze schon sicher fährt. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach gefährlich, ne? Muss man so sagen, ne? Ich habe auch, also ich bin zum Schluss auch nochmal gefahren und das war nicht schön. Naja, ist wirklich krass. Aber es hat trotzdem brutal Spaß gemacht. Ich würde es mir auch zutrauen, mal eine Runde auf so einer Strecke zu fahren. Vielleicht ist das ganz was anderes, wenn es ein bisschen präpariert ist. Aber an dieser Stelle, tschüss.